Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Wir haben ja letztes Mal hier diesen Outpost eingenommen mit unserem getreuen Freund, dem Elefanten. Wahrscheinlich war es nicht dieser, aber egal. Ich habe jetzt nur schon mal die Kisten gelootet, weil das muss ja nicht unbedingt in der Aufnahme sein. Und eigentlich wollten wir ja, und das ist ein Satz, den ich schon oft benutzt habe, eigentlich wollten wir erstmal das Ding einnehmen, auf dem Weg vielleicht hier Propagandaposter abnehmen und dann diese Mission machen. Jetzt weiß ich auch tatsächlich gar nicht, ob ich überhaupt so eine andere Mission zwischendrin annehmen kann. Kann ich. Okay. Jetzt hätte ich vielleicht... Okay, ich soll irgendwen umbringen und seine Dogtags nehmen. Das kriegen wir hin, denke ich. Jetzt will ich aber erstmal noch gucken. Ah, hier hat es ein Poster. Ah, das kriege ich so wieder nicht ab, ne? Brenne! Ja, sorry. Ah, und wir haben jede Menge Skillpunkte. Oh, 5. Gerade bevor ich die Aufnahme begonnen habe, waren es 4. Das Poster hat einen gebracht. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt mal hier so Takedowns von oben und von unten. Und wie geht's dann weiter? Cover Takedown, Grenade Takedown. Okay. Da können wir sowieso noch nicht hin. Den finde ich jetzt gar nicht so geil, aber den würde ich gern haben. Aber den holen wir uns erst, wenn wir hier Armored Escort haben. Jetzt ist die Frage... Ich wollte ja eigentlich immer noch dahin. Ach, deswegen wollte ich ja auch die Kürat Fashion Week. Oh Mann. Ah, ich verzettel mich da ganz schön. Knife Throw. Den braucht man auf jeden Fall auch, weil ich glaube, das braucht man, um irgendeine Waffe freizuschalten. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal noch schnell hier rein und gucken uns an. Du bist wieder, was bist du? Ja, Propaganda Destroyed. Könntest auch mal weggehen da oben links. Ein geiles Journal. Okay, wieder ein Tagebucheintrag von meinem Dad, die 87. Ich wollte ja eigentlich Shit verkaufen, eine neue Waffe. Ich weiß nicht welche, aber wir gucken uns. Wir nehmen jetzt irgendeine neue Waffe mit. Hier ist so gar nichts freigeschaltet. Die müssten wir kaufen. Die müssen wir alle kaufen. Die drei, die wir hier. Die könnte man das zwar leicht leisten, aber die will ich nicht. Die weiß ich nicht. Ich glaube, wir holen uns erstmal hier irgendwas. Oh, da kann ich keine Attachments drauf machen. Das ist auch schon wieder... Das sackt hart. Eine PKM, ha? Huh? Oder ein RPG. RPG wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das Ding holen wir uns jetzt, ha? Huh? Ich sag jetzt, das Ding holen wir uns einfach. Hier, zack. Zack. Und was packe ich jetzt dafür weg? Die AK. Weil wenn ich irgendwas... ja, ich packe jetzt die Arkade für weg. Ist vielleicht nicht so schlau, aber das macht mir jetzt nichts. Ich mach öfters mal Dinge, die nicht so schlau sind. Ja, das bisschen können wir ausgeben. Oh, da müssen wir auf jeden Fall nachkaufen. Und für die RPG... Rockets haben wir 3 Stück. Das passt. Falls wir wieder mal irgendeinem Konvoi begegnen oder so, den wir schnell kaputt machen wollen, dann haben wir hier eine RPG. Finde ich klasse. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu diesem Punkt. Und weißt du was? Without being detected. Da ist ein Elefant genau das richtige für. Müssen wir früh genug absteigen. Bonus Rewards for getting rid of the body indicated locations. Das sollte man auch hinkriegen. So, charge du mich mal in die Richtung. Jawohl. Ah, der Baum hat das überlebt. Wir können jetzt auf jeden Fall Takedowns von oben und von unten und Messer-Takedowns. Da muss ich jetzt sowieso gucken, dass ich Messerwurf-Takedowns.
Also Elefant, die. Okay, willst du auch in die Richtung? Du darfst mich gerne begleiten. Nee, er hat sich anders überlegt. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen, ohne gesehen zu werden. Jetzt kann ich im Schwimmen natürlich die Kamera wieder nicht auswählen. So. Gucken wir mal. The Commander. Okay, hier sollte man noch hochkommen, oder? Ohne dass uns jemand sieht, hoffe ich mal. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mal von hier vor. Wie? Hat der das gehört? Ohne Witz. Das war schon mal gut. Das war schon mal sehr gut. Gib mal den Pfeil wieder her. Was hattest du für eine Waffe? Wieder nur die doofe AK. Okay, das ist der Commander. Ah, der sieht es auch nicht, wenn ich den snack. Zack. Okay. Das ist schon mal keine guten Voraussetzungen, um nicht detected zu werden. Ah, okay. Und jetzt kommt der. Fuck. Du musst sterben. Okay. Jetzt muss ich dich nur noch looten. Das war's dann schon, finde ich klasse. Weil er noch irgendwas gesagt hat, dass ich den Body irgendwo hinbringen soll, aber weißt du was? Gib mir. Ah, okay. Ah, jetzt sehe ich die Locations. Das sollten wir hinkriegen. Ich glaube, hier ist eh keiner mehr am Leben. Bin ganz schön langsam. Oder der Typ ist wahrscheinlich auch nicht leicht. Also, dich werfen wir jetzt die Klippe hier runter. Oh, Tearing. Fisch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Fische noch brauchen. Aber es gibt so und so Karma, von dem her mitgenommen. Ja. Ja, lass da ruhig Zeit. Hier geht nicht die Luft aus oder so. Absolut nicht. Nee, Demonfisch hatten wir, glaube ich, schon. Aber wie gesagt, es gibt alles Karma. Karma können wir immer brauchen. Und jetzt muss ich mich nur noch hier raus, ohne detected zu werden. Jetzt könnte ich natürlich hier gleich mal raus, damit die Quest fertig ist, aber wie gesagt, ich glaube, es lebt eh keiner mehr. Wirklich. Von dem her können wir hier jetzt auch noch ganz easy alles looten, was uns gefällt. Denke ich zumindest. Wäre jetzt ärgerlich, wenn jetzt die Mission hier deswegen fehlschlägt, aber ist halt so. Kann ich euch drehen? Natürlich nicht. Haben wir da noch eine Kiste? Keine Wache, sehr schön. Und wie war jetzt das? Was brauche ich dafür? Rot-Blau. Nehmen wir auf jeden Fall gleich die rote mit. Davon hat es noch eine blaue. Jawohl. Ach, ist mein elefantiger Freund doch mitgekommen. Tatam. Jetskis funktionieren an Land. Das waren doch die Dinger, oder?
So. Bonus XP für das Verstecken der Leiche. Wieder ein Skillpunkt und Crafting. Ach, ich brauchte die Fische doch noch. Perfekt. Genau, da geht's nämlich los. Kürat Fashion Week. Hier. Was brauche ich da? Honey Badger. Ja, die werde ich auch noch finden. Da könnte ich direkt gucken. Hat's hier keine Tiere, oder wie? Hallo, Honigdachse? Hier in dem Stück hat's echt keine Tiere. Schade. Dann könnte man hier die noch machen. Aber ich glaube... Ah, genau. Pagans Zorn war ja da. Stimmt. Da muss ich jetzt gucken, ob wir den finden. Weil den braucht man ja auch zum Freischalten von einer... von irgendeiner Fähigkeit. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und jetzt ist er weg, oder? Das war so klar. Das war aber sowas von klar. Naja, schade. Dann geht's eben wieder zurück. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt auf jeden Fall noch diese Rennmission. Und dann machen wir uns aber endlich auf den Weg. Sage ich jetzt. Im Endeffekt wird es eh wieder nichts, weil irgendwas dazwischen kommt. Ach, Outpost Master. Nee, den wollte ich nicht machen. Da könnte man den Outpost nochmal zurücksetzen und das Ganze neu machen. Was dann irgendwie wieder für Online-Leaderboards und für Übungen und für Spaß gut ist. Okay. Looking good, Superstar. Lots of fans will be on the race course for this one. Oh, so God. Make sure to give everybody high five. Remember, we are making a racing video. Lots of fans and high five. Also ganz viele Gegner und ich soll sie alle niederfahren. Oder wie? Geh mal aus dem Weg. Ja, okay. I got him. I don't think so. Wo soll ich danach hin? Wo soll ich danach hin? Ich sag mal links. Ja, gute Wahl. Das Einzige, was du hast, ist Durchfall, Junge. Komm. Wo? Hab ich jetzt... Hallo? Es wird wieder keine gute Zeit, ich sehe schon kommen. Ja, ihr interessiert mich gar nicht. Ich will euch doch gar nichts tun. Ich will doch nur hier mein Rennen ganz in Ruhe fahren. Das heißt Rennen. Ja. Hier du und da oben. Okay, dich fahre ich aber über den Haufen. So. Wow. Der hat mehr Widerstand geboten, als ich dachte. Oh, nee. Nee, ach, das ist eine Maske. Ich dachte, das wäre das Zielgebiet. Okay. Sorry. Ah, ja, Mist. Okay, das probieren wir nochmal. Bullshit. Olle Maske, die holen wir uns aber jetzt auch gleich. Jo. Also das Zielen unterm Fahren, das liegt mir so überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, einen mitzunehmen. Da. Den. Ja. Angeschossen habe ich sie beide, getötet keinen einzigen.
Links haben wir gesagt. Vielleicht kriege ich jetzt dich dieses Mal. Nee. So, funktioniert das schon besser. Ja, ich finde die Mission jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ja. Wahnsinn, oder? Ich kann mich einfach nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. So. Vielleicht reicht's ja noch. Ja, es sollte reichen, aber gute Zeit wird's trotzdem wieder nicht. Ja, schlägt einfach der miserable Autofahrer wieder zu. Ich war übrigens früher im Schützenverein auch ein miserabler Schütze, also es trifft sich gerade gut, dass ich diese beiden Dinge miserabel verbinde. So, und jetzt nicht darauf hineinfallen, auf die Maske. Ah, den hat man vorhin schon kaputt gefahren. So. Hier rum. Boah, ja, ist überhaupt nicht knapp. Aber es reicht. Ist die Hauptsache. Ja. Your time. Das kann doch gar nicht sein. Also das... Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Aber okay. Was soll's. Okay, das haben wir auch gemacht. Jetzt muss ich gucken. Ja, der wird immer noch auf der Karte angezeigt. Okay. Durch das Annehmen von dieser Mission hat er jetzt diese Balmission abgebrochen. Auch gut zu wissen. Kostet alles mehr. Boah. Ich würde sagen, den haben wir jetzt mal noch nicht raus, den Punkt. Wir holen uns jetzt mal den Lost Letter da vorne. Das geht, das geht, das geht. Oh oh. Okay, müssen wir. Mist, das wollen wir nicht. Okay. Da fliegst du gerade von dem Outpost weg. Ach, weißt du was? Das müsste doch eigentlich auch so gehen, oder? Nee, natürlich nicht. Weil der ja angegriffen wird. So, Herr Elefant. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich brauch dich jetzt. Ja, ihr seid mir jetzt erstmal egal. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Mein Outpost, das wird angegriffen. Ja, hier... mitgenommen. Geht's euch jetzt besser? Oh, wirklich? Also da muss man also schnell reagieren. Wenn man da gerade mitten unterm Wegfliegen ist. Ich bin zu langsam in dem Spiel. Ich werde zu alt und für Computerspiele, habe ich das Gefühl. Die verlangen einfach Reaktionen, die ich nicht mehr habe. Aber das Tolle ist, dass Computerspiele immer mehr für Nicht-Computerspieler ausgelegt sind. Von dem her, jetzt ist er wahrscheinlich in der Höhle, der Brief, oder? Weil der mit Sicherheit nicht einfach hier liegt. Ja, das war so klar. Ist unter mir eine Höhle? Ich sag mal ja. Und die Antwort ist nein. Das finde ich jetzt gar nicht so klasse. Wäre der noch da oben gewesen, oder? Wahrscheinlich. Ich kotz im Strahl. Nee, aber da ist ein Fragezeichen. Das könnte ein Höhleneingang sein. Bitte, 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 bitte. Lass mich hier nicht umsonst runter sein. Sehr schön.
Okay, wusste ich es ja. Ich wusste es ja von vornherein. Es war ja sowas von klar. Und hier müsste dann auch... Jawohl. Ein Lost Letter. Okay. Ah ja, mein, ich habe wahrscheinlich gar nicht hergezeigt. Den Mohan Girls Journal. Kartik 1987. Könnt ihr euch hier durchlesen. Alles nochmal kurz, damit ihr das seht. Lost Letter. Von 1819. Ich habe aber jetzt keine Lust. Und dann looten wir die Höhle noch schnell fertig. Hier sind wir mit der Zeit, okay. Geht's auf der anderen Seite wieder raus. Was? Nee, doch nicht. Jetzt, wo ich hier unten bin. Ich hasse es. Komm, mach schneller. Bitte. Wo fahrt ihr überhaupt hin? Okay. Jetzt gucken wir doch mal. Komm. Die kommen in meine Richtung. Die kommen auf meine Seite. Geh schneller hoch. Geh bitte schneller hoch. Kann ich gleich mal mein großes Karum ausprobieren. Einmal. Ich muss aber alle drei kriegen. Komm. Und nach. Das wird nix. Doch. Lass mich. Ich muss irgendwie dem hinterherkommen. Ich komme denn nicht hinterher. Und hier ist nirgends ein Auto oder irgendwas. Komm. Sprinte, du Stück. Und nirgends steht ein Auto. Halt an! Stopp! Ich brauche deine Karre. Beschlagnahmt. Schießen wirklich die auf mich? Das ist ja krass. Stopp! Leute, ihr macht mich fertig. Den kriege ich wieder nicht. Das ist so traurig. Du hast angehalten. Ihr habt den rausgeschossen. Nett von euch, dann kann ich euch nämlich verfolgen. So. Aus der Bahn. Ich habe eine wichtige Mission zu erledigen. Komm schon. Jawohl, da vorne ist er. Tja, und was ist mit meinem Freund? Der Epic. Aber ich hab den. Oh, ich lebe noch. Ich dachte, das wär's. Ich war mal so sicher, das ist es gewesen. Ach, schön. Das war schön. Das freut mich. Aus der Entfernung mit einer RPG. Auf einen Lastwagen schießen. Neben dem mein Auto steht. Neben dem ich noch. Wow, noch näher stehe. Okay, das war cool. Jetzt könnte man einmal kurz so eine Runde Propaganda-Poster, Unknown Location, Many Wheel machen. Würde ich sagen, das. Frisst Granaten. Was bist denn du für einer? Ach, du bist wieder so einer, der keine Fernkampfwaffe hat, ne? Du lebst noch? Den habe ich gelootet. Das ist doof. Ich will jetzt nicht hier das Auto wieder umparken. Also, wie gesagt, wir machen jetzt so eine kleine Runde. Hier rüber. Hallo. Ich glaube, ich war ja Boot schon mit.
Stückchen kann ich schwimmen. Wie sind wir in der Zeit? Ja, die kleine... Boah. Hässlicher Fisch. Brauche ich die Fische noch? Ah, ich sehe die wieder nicht. Also. Sabajis Araxi still. Okay. Oder Araxi. Ich weiß nicht. Da oben wäre eine Kiste. Nee, die holen wir jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann so einen richtig kranken Kistenrun mache. Den kann ich aber dann nicht hochladen, weil das, wie gesagt, langsames Internet ist nichts gut. Ja, Arabi Rai Rana will immer noch, dass ich ihn besuche, das weiß ich auch. Sabal müsste ich auch noch gucken, ich weiß. Und hinunter. Sabajits Boot. Ah, okay. Chlorintabletten. Das packt er also in seinen Schnaps rein. Dann haben wir hier... Ach, das ist die Insel, wo wir vorhin eh die Mission gemacht haben. Haben wir da drüben noch die Gebetsmühle. Ich sage immer Gebetsmühle dazu. Ich gehe davon aus, dass es welche sind. Sie sehen halt doch wie welche aus, ne? Ledig. Hat's hier nicht geheißen, ich krieg hier fetten Kammer plus? Oh. Ah, bam. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir doch ein paar ganz Zorn gemacht, Race-Mission gemacht, hier die Mission gemacht, Assassination und ja, Poster-Zeug. Das reicht auch für heute, würde ich sagen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.